Übrigens, bei dem ist auch, wenn er so auf dich zugerannt kommt, einmal zur Seite springen und dann einfach auf ihn drauf schlagen. Das ist auch eine einfache Taktik. So, jetzt einfach da einmal so zur Seite springen. Ich sag nix, du machst das. Ja. Geh einfach ein paar Schritte zurück, wenn er auf dich zukommt, dann springst du zur Seite. Und dann greifst du ihn an. Ja, okay, das war jetzt. Schön, wie die Taktik funktioniert. Ja, wenn du dreimal draufschlägst und neben ihm stehen bleibst, ganz ehrlich. Ich schlage nur einmal. Du hast zweimal zugeschlagen. Ja, du sagst dreimal. Ja. Du kannst trotzdem das Schild ausgerüstet haben, auch wenn du nach zur Seite springst. Ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht beim Gamepad einfach nicht funktioniert vom... Ganz ehrlich, was wenn das meine Schuld wäre, wenn du jetzt rumschlägst und nicht triffst? Warum höre ich eigentlich auf dich? Ey, ganz ehrlich, warum spielst du auch wie so ein... Guck mal. Schon. Ja, so bist du getroffen. Sehr schön. Sehr schön. Das hat genauso gut funktioniert. Das hat auch sehr gut funktioniert mit Interhaken. Ja, sehr ruhig. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an die Interhaken gewöhnen. Ich seh's. So, geht doch. Das ging nicht mehr. Also wenn du mir da echt noch die Schuld dafür gibst. Ganz ehrlich. Ich gebe dir die Schuld dafür, dass ich nicht zu einem einzigen Angriff komme, wenn ich deine Taktik nutze. Du hast die Taktik nicht genutzt. Doch, ich habe es jedes Mal versucht zu nutzen, aber es geht einfach nicht. Ja, versuchen und es tun sind schon mal erstens zwei verschiedene Sachen. Und zweitens habe ich dir nicht gesagt, dass du das Schild nicht gleichzeitig auch ausgerüstet lassen kannst, damit du vielleicht nicht getroffen wirst. Ich kann nicht ausweichen und gleichzeitig Schild drücken. Ja, das ist nicht mein Problem, sondern dein Gamepad. Nein, das geht allgemein nicht in dem Spiel. Doch, natürlich geht das in dem Spiel 100%. Drück jetzt Schild-Taste und spring zur Seite, das geht 100%. Außerdem bist du nicht zur Seite gesprungen, du bist immer nur zur Seite gelaufen, außer beim ersten Mal oder so. Ja, wie springt man denn zur Seite? Indem du einfach seitlich läufst und A drückst, also... Ja, was genau habe ich gemacht? Du hast nur seitlich gedrückt. Ich kann mich nicht bewegen. Wenn du jetzt noch Zielsetzung drückst... Und dann zur Seite läufst und A drückst. Dann kannst du mit Schild zur Seite ja, springen. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, dass ich damit mein Gamepad komplett verschwörfe. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn du dann mit dem Gamepad natürlich Probleme hast, ist das scheiße. Aber das ist die Taktik, die man normalerweise dabei benutzt. Ich kann im Bosskampf nicht mich komplett verkrampfen. Das wäre wie... Da kann ich mich gleich treffen lassen. Wie erscheint vor Carfays Maske im Besitz seiner Mutter. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass das nicht funktioniert. Das hat was damit zu tun, dass dein Gamepad einfach nicht... Oder dass das vom Gamepad her nicht so gelegt ist, dass das funktioniert. Aber dafür kann ich nichts. Ich sag nur, wie die normale Taktik mit dem normalen Gamepad funktionieren sollte. Du musst immer denken, ich gehe nicht davon aus, dass du einen PlayStation 3 Controller benutzt. Und davon abgesehen hast du ja auch die Knöpfe anders gelegt, als ich sie legen würde. Oh mein Gott, und er ist tot. Fast, also... Noch einer und er ist tot. Ah. Da. Das Schwert ist doch immer wieder geil. Aber es ist halt blöd, dass man nicht abwehren kann. Wobei man bei denen ja eh nicht abwehren kann.
Jetzt kommt der Part, bei dem man verkacken kann. Weil man keine Krabbelminen mehr hat und ich muss die Krabbelminen jetzt in dieses Loch da reinwerfen. Ja, ich glaube, wenn du... Ich würde mich... Du stehst eine Fliese zu weit rechts. Also eine Dreiviertel. Das war zu früh, glaube ich. Muss die ein bisschen länger auch halten. Das mit dem Raum, glaube ich, reicht sogar noch immer nicht aus. Boah, das war knapp. Aber es hat bei funktioniert, das, darauf kommt es an. Ich spiele das Spiel einmal durch und zeig dir, dass das mit den Taktiken, die ich dir zeige, auch funktioniert, ohne Krampf in der Hand zu haben. Einfach nur, wenn man die Tastenbelegung richtig hat. Oder? Wenn ich ein N64 Gamepad hätte, würde es bestimmt klappen. Das glaube ich dir gerne, aber. Ich habe dir schon mal gesagt, wie du es machen könntest und dann keinen Krampf kriegen würdest. Da komme ich aber dann nicht mehr durcheinander. Da komme ich viel zu sehr durcheinander mit den C-Tasten. Ja, glaub mir. Das ist was anderes, aber. Damit geht das gar nicht, nee. Das würde gehen. Das Krog vom Hühnerhof in mir sitzt der Hasenohren war. Aber dann müsstest du dich halt wieder umgewöhnen, das ist eher. Der mir. Es scheint, als hätte die Maske der Nacht der im Kuriositätenladen einen Käufer gefunden. So. Herzteil. Was uns nichts bringt. Außer, dass ich voll geheilt werde. Ah, das ist natürlich ganz cool, ja. Der Besitzer des Kuriositäten scheint die Fuchsmaske besessen zu haben. Und das ist das Ding, wo ich das beim ersten Mal durchspielen, ich glaube, 7 Bomben verkackt habe, nicht getroffen habe und tatsächlich den Weg zurücklaufen musste. Weil ich es um Verrecken nicht getimed bekommen habe, also als ich es das letzte Mal gespielt habe, war ich ja auch etwas jünger, aber ich habe es nicht getimed bekommen. Und schaffst du es beim ersten Mal? Sehr schön. Noch Fragen? Manche Dinge kann ich einfach. Dafür kann ich umso kann ich andere Dinge nicht, wie mich verkrampfen. Ich wollte gerade sagen, oder Gegner töten. Aber das hat mir echt damals, keine Ahnung, vom Timing her, ich habe es einfach nicht hingekriegt. So, offensichtlich bin ich jetzt fertig. Jo. So. Dann musst du auch deine schöne Maske leider jetzt abgeben. Eigentlich macht's mir, bin ich ja nur traurig über die Hasenohren, die ich jetzt abgeben muss. Aber eigentlich, deswegen die auch als letztes, aber eigentlich brauchst du die auch fast nicht. Jetzt nicht mehr. Okay, danke schön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Dein wahres Antlitz, welch ein Gesicht trägst du? Ich frage mich, das Gesicht unter der Maske, ist das dein wahres Gesicht? Ja. Ah, ist das schön. So, gut, dann war's das. Dann geht's jetzt zum Horror-Kit. Jo, und ich würde dir da dann halt, dass du den letzten Speicherstand nochmal überschreibst, vielleicht dann einfach. Also den letzten Save-State. Wenn du kurz irgendwie davor bist. 5, 4, 5, 6. Ich habe halt jetzt ein paar Save-States. Sinnloserweise. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Ja. Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig. Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Das passiert halt, wenn du alle
Masken abgegeben hast. Du hast das Gesicht der grimmigen Gottheit gekriegt. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Drücke Ziel und finde es selbst heraus. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Möchtest du jetzt Majora auf die harte Tour oder auf die leichte machen? Das heißt mit Maske oder ohne? Richtig. Denn selbst mit, ohne diese Maske, mit so vielen Herzen und mit Lichtpfeilen, bla bla bla, also mit unendlich Magie und bla bla bla, ist Majora trotzdem echt kein so einfacher Gegner. Also du meinst, mit der Maske ist er leichter? Auf jeden Fall. Mit der Maske ist es ein Witz. Also kein Witz, aber deswegen habe ich gesagt, nochmal ein Safe State davor. Dann kannst du es nämlich einmal mit Maske probieren und gerne auch nochmal eine ohne. Einmal ohne. Ich werde es privat mal ohne spielen. Aber mit ist echt. Aber im LP mache ich es jetzt einfach mal mit Maske. Wow, ich bin jetzt so eine Art Powerlink. Yeah, baby. It's Mambo number 5. Jetzt brauchst du eigentlich echt nicht viel zu machen. Das ist echt easy. Gibt es eigentlich ein anderes Ende dafür, dass ich es mit ohne die Maske mache? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall für jede, oder für fast, also im Abspann nachher, für jede Maske, wo du bekommst, gibt es, glaube ich, auch mal eine extra Szene, die dann kommt. Das heißt, das ist auf jeden Fall das 100%. Majora's Maske. Naja, und drauf los. Los. Nutze so. Deine Erfahrung. Wenn die Vorderseite des Gegners unbesiegbar scheint, was ist mit der Rückseite? Hau drauf los. Und schon kommt die nächste Phase. What the fuck? Das war ja ein Witz. Ich sag doch, mit dem. Also, mit dem Ding ist echt. Das Ding, du hast aber auch nicht gemerkt. Schlag mal einfach nochmal. Ja, ich schieße dann was. Das ist ja mal richtig cool. Absolut OP. So, das war dann die erste eigene Phase, der erste Boss. Erstmal down. Jetzt kommt Majora selbst. Majoras Inkarnation, okay. Das sagt Kaya, willst du noch? Nutze deine Maske in Kämpfen gegen sehr schnelle Gegner nicht immer deinen Körper als Waffe benutzt. Den Körper als Waffe? Schießt du nicht mehr? Ah doch. Und das war Phase 2. Wow. Okay. Und da das Ding wie Freezer ist. Kann sich viermal transformieren oder was? Ja, ich glaube dreimal. Majora's Magier. Nutze dein Schwert ist nicht die einzige Waffe, die einen Gegner verletzen kann. Denke an einen deinen Bogen. Okay, dann komm. Ja, es geht mit der Maske nicht. Hau mit der Maske drauf. Also hau drauf. Es ist unfassbar, wie OP ist diese Maske. Der Bosskampf ist doch gar nichts. Was kann der Boss heute überhaupt? Und das war Phase Nummer 3. Oh mein Gott. Ja, aber also weil dadurch, dass ich alle Masken habe, hab ich jetzt einfach eine OP-Maske. Richtig. Und ansonsten wäre es ohne Maske ein harter Fight. Das ist ein relativ harter Fight, ja. Okay. Nicht der härteste, den ich hier als Endboss hatte, aber er ist nicht easy. Ich werde ihn privat bestimmt nochmal ohne Maske spielen. Kannst du mir dann ja sagen, wie du ihn fandest. Jo. Aber jetzt, wenn du mir lassen musst mit der Maske, dann hau man einfach viel zu klein.
Der Mond. Wenn man es schon hat, dann. Also brauchst du das schon alles, oder was? Ja. Ich glaube, du hast sogar mehr Herzen durch den Garo-Typ verloren als durch Maldroa jetzt. Und der Mond ist weg. Die Bedrohung ist vorbei. Oh Mann. Ich dachte, jetzt kommt noch was, aber. Jetzt kommt erstmal noch ein Regenbogen. Dass man Joa besiegt, was soll denn jetzt noch kommen? Es hätte ja sein können, dass noch eine Phase kommt oder so. Ultra-Endboss aus Majora entsteht. Der letzte war eigentlich Ultra, aber. Ja, ich hatte halt jetzt noch mit einer zweiten Phase gerechnet, wie zum Beispiel auch bei Ocarina of Time. Dämmerung eines neuen Tages. Oh. Habe ich jetzt übrigens die Maske? Damit ich sie dem Maskenhändler geben kann? Ah, ja, er ist doch. Den Abspann. Zorro Kid sieht aus wie Darkwing. Duck. Eher Fieso, oder? Oder stimmt, ja, Fieso Duck. Blinzel. Ihr habt mich also nicht vergessen? Ihr seht mich immer noch als euren Freund? Ist das schön. Schon beeindruckend. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Also wollten nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Hehe. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Hehe. Du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Ja klar, weil es derselbe ist. Ich weiß. Lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Solltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Ich teleportiere mich wieder. Und da ist eine Mario-Maske auf seinem... Rucksack. Ja. Wow. Die Anspielung habe ich noch gar nicht bemerkt. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Und weg ist er.
Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Nick. Osuma. Und da reitet er davon. Danke. Okay, das ist dann der Abspann. Abspann, genau. Credits. Gut, was kann ich zu dem Spiel sagen? Es war wunderbar. Mit den Rages? Ja. Es ist okay. Ein paar Dinge fand ich ein bisschen zu krass schwer. Aber ansonsten hat es viel Spaß gemacht. Irgendwo. Ja. Jetzt sehen wir hier noch schön die Indiegogos mal einen richtigen Band-Auftritt. Mittling. Mittling, stimmt. So, Osuma. Ja, eigentlich Osuma. Osumas Link. Ja. Was soll ich sagen? Ich hab mir viel Hilfe geholt in diesem Let's Play. Ach nee, sag bloß. Aber naja, ich wäre da wirklich nicht durchgekommen sonst, also... Also durch das normale Game wärst du locker gekommen. Ja klar, ich hätte es natürlich rausgefunden alles, aber so umfangreich das hier alles zu gestalten, das wäre dann nicht mehr möglich gewesen, weil das hätte dann einfach nur ewig gedauert, alles zu suchen. Ich meine, wie viel haben wir jetzt nochmal zum Schluss aufgenommen? 3, 4 Stunden? Ja, 4 Stunden und 10 Minuten haben wir jetzt nochmal gehabt. 4 Stunden, das sind mal 3, 12, 13 Parts. Nochmal zusätzlich und du bist gerade bei 80, also... Oder so plus minus 80, das sind gut ja. 90 Parts zum Schluss. Es ist also schon eigentlich ein riesiges Projekt geworden. Und ja, wie gesagt, das war. Ich fand diesen Teil, fand ich letztendlich besser als Ocarina of Time. Okay. Also, ich muss sagen, bei Ocarina of Time haben wir die Dungeons. Letztendlich mehr gefallen, aber vom Großen und Ganzen war es besser als Ocarina of Time, weil bei Ocarina of Time haben mir mehr nur wirklich die Dungeons und die Bosse halt imponiert als ja, hier. Die hat mir halt irgendwie, die ganzen Nebenquests waren schon sehr cool. Es gab viele, viele Sachen, wo man lachen konnte. Ein paar Dinge gab es natürlich auch, die mich aufgeregt haben, wie das Goron-Race. Ja, aber das gibt's in jedem Spiel. Das kann man so... Man hat immer Sachen, oder fast immer Sachen, die einem nicht so gefallen und die einem mehr gefallen oder weniger. Aber ich das Grundrecht... Was ich gut finde in diesem Teil ist auch, dass man jetzt in diese Feen in diesem Dungeon... Wobei ich die Feen zwar sehr hässlich finde, aber... Diese kleine Zwiebelknollen, die findest du hässlich? Ja, die finde ich total hässlich. Ich finde auch immer noch die komischen Succubus-Dämonen-Fäden hässlich. Also, ganz ehrlich, da würde ich mir wünschen, dass in den kommenden Zelda-Teilen die besser aussehen. Weiß ich nicht, ob das denn der Fall sein wird. Hoffe ich einfach mal. Aber ansonsten, ja, hat es mir mehr gefallen als halt das ursprüngliche... Ich glaube, der nächste wäre Wind's Awakening. Und da gibt's sowas gar nicht mehr wie Feen. Was? Glaube ich. Was ist halt also, das? Wind Waker? Wind Waker, genau. Wind's Awakening, klar. Wind's Awakening. Ey, das ist ein. Ey, das war eine Fusion. Da war irgendwas falsch. Wind Waker. Das ist der nächste Teil. Und da gibt's, glaube ich, gar keine Feen mehr. Also keine Wunschfeen, so in der Hinsicht.
Ja, ich bin am überlegen, ob ich wirklich Wind Waker als nächstes mal. Beim nächsten Zelda-Teil muss ich mir echt überlegen, welchen ich da als nächstes raushaue. Ich könnte auch erstmal Oracle of Seasons oder Ages machen. Das wäre cool. Ich glaube, das mache ich auch als nächstes erstmal. Aber vorher kommt natürlich jetzt als nächstes Projekt Super Mario 64, worauf ich auch sehr, sehr gespannt bin. Da es ja auch eins der beliebtesten Spiele von Mario ist. Ja, wobei ich das gar nicht so verstehe, aber es gibt halt da auch coole Sachen, nicht so coole Sachen. Da ist Anju super schön zurechtgemacht. Jo, jetzt kommt die wird die Hochzeit doch noch zustande kommen. Mhm. Auch ohne meine Hilfe. Ja, das ist jetzt, ich glaube wirklich so, dass alles, was du mit Masken und so dann machst, also wo du quasi intervenierst, gibt es dann nachher eine kleine Cutscene. Hast du auch gesehen, also bei ganz vielen Leuten, die jetzt da waren. Ich weiß nicht, ob das wirklich jede Cutscene so ist, oder viele, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so irgendwie, dass die Anzahl der Masken die Cutscenes erhöhen oder verändern, oder also welche abgespielt werden. Aber ich denke eher erhöhen. Und hier sieht man das, was ich gesagt habe, dass man ganz am Anfang diesen Busch sieht, dass man dem irgendwie ähnlich sieht als Deko und dass das wahrscheinlich der Sohn des Butlers war. Das ist halt die Cutscene zu der Schweinemaske. Wenn man das ja da rausgefunden hat. Super Mario Club! Das ist cool. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf den nächsten Zelda-Teil. Okay. Also, ich muss ja persönlich sagen, ich mag ja alle Zelda-Teile, da kann man irgendwie sich streiten, welcher jetzt der beste ist und so. Ich mag Majora's Mask wegen den ganzen Sidekicks, Cameos, diese kleinen eingebauten Gags über Diskussionen, Dialoge und so. Da ist man Ocarina of Time halt einfach anders, es ist viel realistischer, viel direkter, nicht dass nicht doch jeder so seine Geschichte hat, aber es sind ist viel weniger Witz dahinter dann doch. Dafür sind, wie du gesagt hast, die Dungeons und so um einiges besser. Es gibt mehr und jeder hat sein eigenes Thema, man muss immer verschiedene Sachen machen, das ist auf jeden Fall. Das fand ich wirklich bei Ocarina of Time sehr, sehr schön. Ich fand auch sehr interessant, wie sie das zeitlich gemacht haben. Dass es wirklich so eine lebendige Welt raus wird durch diesen Zeit-Events. Gut, sie haben natürlich ein bisschen Stress gemacht in gewisser Hinsicht, was aber eigentlich wirklich nie aufgefallen ist. Aber dafür haben sie halt diese Zeit-Events wie Postbote und alles, ja. Was ich auch sehr, sehr cool fand. Also solche Details gefallen mir dann doch schon sehr im Spiel. Das gab es in Ocarina of Time so wenig bis gar nicht, weil da ist es einfach nur die ganze Zeit stehen die Leute an derselben Position und ja. Das Beweglichste waren die Hunde. Und der Hühner. Ich denke echt, es ist wirklich einfach nur so, dass halt, weil sie sehr viele Charaktere und sehr viel aus dem Ocarina of Time genommen haben, was jetzt Grafik und so angeht, das einfach nochmal auf eine höhere Leistung gebracht haben. Deswegen weniger und dann, Dungeons möglich waren. Nee, das nicht. Ich rede jetzt wirklich nur von der Grafik. Zum Beispiel dieser wie nennt man das? Dieser Effekt ganz am Anfang. Dass man die Leute sieht, wie die wir halt schon mal da waren? Oder wie? Nee, dieser Schwummer-Effekt, dass man so wo die Dekos um einen rumtanzen und dann ist das Ganze so verworren und verschleiert und es sind eigentlich so mehrere Bilder übereinander. Konnte man vorher noch nicht, dann hattest du ja dann dieses Expansion Pack für Majora's Mask auch gebraucht und so Sachen sind halt dann grafisch besser möglich und damit wurde auch gespielt. Auch mit Dolvas zum Beispiel, der Boss, der zieht ja auch so Schleier hinter sich her oder so. Das sind Sachen, die konnte man vorher nicht machen. Und dann hat man das eben einfach erweitert. Und zusätzlich dann, anstatt dass man jetzt groß neue Tempel macht, sich darauf beschränkt, viel mehr dann über kleine Nebensachen zu machen. Und dadurch hat man halt zwar ein kürzeres oder insgesamt kleineres Abenteuer erschaffen, also was die Tempel und so angeht, was man machen muss, aber insgesamt noch eine Riesengeschichte hinter die Leute gesetzt, also hinter die einzelnen Charaktere gesetzt und damit trotzdem ein wunderschönes Spiel geschaffen.
Jo, was ich noch zu dem Spiel sagen sollte, also an den Tempeln haben mir besonders der zweite, dritte und vierte halt wirklich sehr gut gefallen. Der erste, der war, naja, so lala, war halt ein Tempel. aber beim zweiten hat es mir halt gut gefallen mit diesem Eis, dass man dann praktisch alle neue Wege nochmal überrumpelt und beim Wasser dasselbe, dass durch die umgekehrte Strömung alles nochmal neu überrumpelt wird und beim dritten Tempel, beim vierten Tempel genauso, dass man dann praktisch alles nochmal überrumpelt hat, indem man diesen Dungeon dreht, was auch super tolle Ideen für Dungeons waren, wie ich finde. Und Stimmt. das hat schon einen coolen Effekt gehabt. Und an den Bossen haben mir halt am meisten der Stier und dann diese Würmer und halt Majora gefallen. Wobei ich natürlich von Majora jetzt nicht viel mitgekriegt habe. Da muss ich ja zugeben, aber das, was ich gesehen habe, also wenn ich jetzt nicht OP alles runtergerotzt hätte, das sah schon sehr interessant an Bosskampf aus. Ich denke, es hätte bestimmt schon ein bisschen Spaß gemacht, das auch so zu bekämpfen. Und das werde ich auch privat nochmal machen. Dann Der. reden wir noch mal, wie du den Bossfight Die Würmer, die haben, die würde ich auch gerne mal ohne großen riesen Link versuchen. Oh mein Gott. Ja, die sahen nämlich auch sehr, sehr spannend aus. Und ja, den Stier, ja, ich fand den Kampf irgendwie sehr, sehr cool. Muss man ja sagen. Wie gesagt, den Fisch, das ist nicht so mein Fall gewesen. Ja, Der das kann ich erste auch war verstehen. irgendwie ein bisschen langweilig. Bosskampf? Der erste Bosskampf. Ja, Dolphus ist an sich, finde ich, cool gemacht, aber er ist nicht so schwer oder so eine Herausforderung. Deswegen finde ich auch der erste Tempel war allgemein irgendwie der schwächste, finde ich. Ja, ich auch die bei allen dreien hat man wirklich noch mal so eine, also beim zweiten auch nicht so stark, aber halt diesen Umschwung dadurch, dass du irgendwas im Tempel veränderst und im ersten machst du nur das Gift weg und irgendwie kommst du dann trotzdem nicht so viel weiter im Tempel. Also das Gift wegmachen bringt nicht wirklich was. Ich muss dem Spiel sowieso noch einen Pluspunkt mehr geben, weil ich habe meinen Affen getötet. Frittiert sogar, nicht nur getötet, sondern frittiert. Ja. So, okay. Fällt gerade auch so auf, Zelda hat es echt mit den Affen. Auch in Twilight Princess muss man mit Affen Man zusammenarbeiten. hat so ziemlich ab Link to the Past kommen irgendwie in jedem Spiel von Zelda Affen vor. Ja, stimmt, im Link to the Past muss man diesen Kackaffen zu Ding bringen, Link's zum. Awakening musst du dann tauschen mit einem Affen. Es ist echt. Die Affen irgendwie haben Japaner was mit Affen. Das ist nicht gut. Die haben die Teufelswerke in die Spiele eingebaut. Was gab's denn in Ocarina of Time für einen Affen? Ich glaube, da gab es tatsächlich keinen Affen. Ich kann mich gerade. Gab's da nicht Kiki oder so? Den Spastenaffen, der alle Kiki. verarscht? Der, naja, Kiki war der aus Link's Awakening oder aus Link to the Past. Ich dachte, der käme in Ocarina of Time vielleicht auch vor. Nee, ich glaube, Kiki ist echt so. Quatsch, Ocarina of Time ist gerade echt so ein Ding, wo es keine Affen gibt. Aber Link to the Past gibt es natürlich, Awakening schon vorher, nee, danach gibt es dann Ocarina of Ages und Seasons gibt es auch keine Affen, dafür aber wie gesagt wieder hier, im Twilight Princess, in, ich glaube, Wind Waker gibt es auch Affen. Wie dem auch Also. sei. Ja, wir quatschen gerade das Ende ein bisschen lange zu, glaube ich. Also, ich habe meine Meinung dem Spiel kundgegeben. Es ist inzwischen jetzt wirklich eins meiner Lieblings-Zelda-Spiele, muss ich ehrlich sagen. Ich werde es auch bestimmt nochmal irgendwann spielen. Und es hat mich gefreut, es zu spielen, auch wenn es vielleicht nicht immer so rübergekommen ist wie beim Goron-Race. Ich muss das immer wieder ansprechen. Ich habe mich so aufgeregt bei dem Teil. Es ist Ja, oder beim unfassbar. Vogel. Ja, der Vogel, ja. Gut. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Projekte. Ich hoffe, ihr auch. Und ich denke mal, also ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, aber ich denke, es wird als nächstes Oracle of Ages oder Seasons kommen von Zelda. Ja. Gut. Willst du noch was Abschließendes sagen? Mir hat's gefallen. Ich fand cool, dass aus dem Projekt quasi ein Together wurde. So ziemlich, ja. Wenn auch ein bisschen ungewollt. Ich finde es schade, dass ich so viel da war und nicht auch noch ein paar andere Leute Ja, es mehr. haben sich dann kaum noch welche gemeldet. Also ich sag mal, Aber ich bin auch gerne dabei gewesen. Also ich fand das ganz cool und wie gesagt, es war einfach richtig, richtig schön, das Game nochmal so zu erleben.
auch wenn durch deine Steuerung halt so ein bisschen. Ja, ich habe mir das trotzdem irgendwie geschafft, alles rumzubiegen. Ich glaube, ich werde mir irgendwann auch ein neues Gamepad kaufen, was man mehr kann als sowas, ja. Aber das soll dem Game, finde ich, keinen Abbruch leisten. Ich meine, ja, das Gamepad ist für deine Steuerung. Ich tue dem Game, dem Spiel auch keine Minuspunkte abziehen, bloß weil meine Steuerung scheiße ist. Weil das ist. Aber so während dem Spielen kommt dann ab und zu so, dieser Scheiß, warum funktioniert das nicht? Und es ist halt das Game. Aber egal, also so nur abschließend, ich fand es halt wirklich sehr schön, das Game mal wieder so zu erleben. Ich hoffe, du hast doch ein bisschen Spaß gehabt. Natürlich. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann. Ich mich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin und tschüss. Ciao.